Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Drachenkämpfe der Dracheninsel oder genauer gesagt hier um den Stumhammu. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Ebenen von Onara und zwar bei 2442. Und ja, das Team der Gegend zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir verwenden hier sturmgeborene Wavelink mit schwanzfähigem Manowog und Arcana Sturm, dann Chrominius mit Biss, Heulen und Kraftzug und Donnerschuppen Wavelink mit schwanzfähiger Donnerblitz und Blitzschlag herbeirufen. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Und hier gleich zu Beginn einmal den Arkansturm einsetzen, um halt hier den Schneesturm zu kontern. Und danach die Manowoge. Da Manowoge halt eine Range hat, kann es zu kleinen Unterschieden kommen vom Schaden her, sollten aber nicht wirklich matchentscheidend sein. Es ist halt einfach wichtig, dass alle Durchgänge von der Manowoge durchgehen und im besten Fall kann man danach noch ein paar Attacken einsetzen. Aber wenn der Gegner uns so zweimal crit oder einmal teilweise, kommt halt einfach auf die Höhe drauf an vom Crit, kann es sein, dass man ja nach den drei Manowogen durchgängen halt stirbt. Jetzt in diesem Fall, wenn ich hier gecrittet werde, würde ich ebenfalls sterben. Wenn ihr wenn das ebenfalls bei euch passiert, setzt einfach Chrominius in den Kampf, dann einmal Biss einsetzen, Heulen und Kraftzug und dann sollte der Gegner ebenfalls im Dreck liegen. Aber jetzt für diesen Fall, wenn der das Welbling hier überlebt, können wir zuerst einmal den Arkanen Sturm einsetzen. Und danach den Schwanzfeger. Weil der Gegner läutert sich hier wieder. Und dann werden wir hier an dieser Stelle weggehauen. Aber eben, wenn jetzt Chrominius in den Kampf gehen muss, können wir hier zuerst einmal mit dem Biss arbeiten. Die Crits sind teilweise recht nervig. Aber eben, man sieht, man hat da ein bisschen Spielraum. Also eben, jetzt kann ich zum Beispiel Heulen noch einsetzen. Und dann den Kraftzug. Also man hat doch da ein paar Runden eventuell, die man da, wenn jetzt irgendwelche Crits reinkommen vom Gegner, um da ja, ohne Probleme durchzukommen. Beim Donnerschuppen-Wellbling kann man zum Beispiel Blitzschlag einsetzen oder hier den Donnerblitz. Also sollten einige ja, Schadensattacken noch da sein, um genug Schaden auszuteilen. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!